So, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich will Ihnen heute mal das Gegenteil einer Erfolgsstory erzählen und ich hoffe, Sie werden danach so ein bisschen nachdenklich werden. Vielleicht so zum Kontext. Wir sind ja als Learning Professionals in Unternehmen unterwegs und wenn wir uns die Mitarbeiter, die wir so als Zielgruppen haben, anschauen, dann ist klar, dass die allermeisten von unseren Zielgruppen vor großen Herausforderungen stehen. Das heißt, da gibt es viele, die werden in ganz neue Gebiete gehen müssen, in ganz neues Gelände sich bewegen müssen, wenn sie ihren Job behalten wollen. Und unser Job ist es ja eigentlich, die zu begleiten, dahin zu führen, vielleicht sogar vorzubereiten auf diese große Reise, die viele wohl angehen müssen. Und das bedeutet, wer andere in so ein neues Gelände führen will, sollte schon mal da gewesen sein. Und die Frage ist, was tun wir Learning Professionals eigentlich, um schon mal voraus zu sein, schon mal Dinge ausprobiert zu haben, die die anderen vielleicht demnächst erleben werden. Und das Schlimme dabei ist, so ganz genau weiß ja niemand, was da wirklich kommen wird. Uns wird es niemand sagen. Auch in den Unternehmen weiß man nicht so ganz genau, was ist denn eigentlich in 5 Jahren? Was ist denn in 10 Jahren? Das heißt, wir sind auf uns gestellt. Wir werden uns selber überlegen müssen, wo steige ich denn ein? Denn nur wenn ich selber eine Kompetenz in diesem neuen Gelände habe, wird man mich als den Führer dort, den Geländeführer dort irgendwie akzeptieren. Und wenn ich das nicht tue, dann wird es andere geben, die das machen und man wird mir sagen, dich brauchen wir nicht mehr. Also ich will bloß mal ganz deutlich sagen, wir sind doch in einer ganz schwierigen Situation. Wir müssen unglaublich viel an uns selber arbeiten, um andere irgendwo hinführen zu können. So, und das hat uns in der Corporate Learning Community dazu gebracht, im Januar 2022 ein Projekt auszurufen, das hieß oder heißt Mein Ziel 22. Und die Idee war, dass wir aufrufen, dass sich jeder ein Ziel setzt, an dem er in den nächsten 3 Monaten arbeiten will. Also wir haben überlegt, wie lange darf denn so ein Zeitraum sein? Zunächst mal war so die Idee, naja, ein Jahr lang, das sind ja große Themen. Aber Sie wissen alle, wenn man sich ein Ziel vornimmt, was in einem Jahr fertig sein muss, wann fängt man an zu arbeiten? Wahrscheinlich erst im November. Ne? So, und dann haben wir gesagt, nee, dann orientieren wir uns doch mal so ein bisschen an dieser Idee von OKR, also Objectives and Key Results. Das ist so eine Zielvereinbarungsmethode, die ja bei Intel groß geworden ist. Dann hat sie Google übernommen und in der Zwischenzeit machen es ganz viele Unternehmen, sodass man sich quartalsmäßig Ziele setzt und von den maximal 5 Zielen, die man sich setzen soll, kommen 3 ausschließlich von dem jeweiligen Mitarbeiter. Also er setzt sich selber Ziele. Dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir doch mal 1 von diesen Zielen und sagen 3 Monate und rufen mal auf hier zu diesem Projekt selbstgesteuertes Lernen mit Mein Ziel 22. Das haben wir eben so ein bisschen gesagt. Wir haben am Anfang überlegt, naja, das ist ja dann selbstgesteuertes Lernen, das ist ja unser Ziel in der Corporate Learning Community, immer den Rahmen dafür zu schaffen. Aber was können wir denn an Unterstützung bieten, damit das auch wirklich funktioniert und das nicht so nur ganz alleine sein muss? Und dann haben wir gesagt, naja, wenn wir alle dazu auffordern, in einem bestimmten Zeitraum das zu machen und ihr Ziel zu formulieren und es öffentlich zu machen, dann finden sich bestimmt mehrere, die sagen, oh ja, ist eigentlich auch mein Ziel, lass uns gemeinsam vorangehen. Und Sie wissen alle, die großen Bewegungen, die uns Working Out Loud zum Beispiel vorgemacht hat, LernOS ganz mächtig vormacht, sind alles Bewegungen, wo so Peer Learning der Erfolgsfaktor ist, ne? Also haben wir gesagt, dann macht eure Ziele öffentlich und zwar nach diesem Modell von OKRs. Und das Modell sieht so aus. Ja, warte mal, den Moment, da kommen wir gleich nochmal drauf. Macht es öffentlich und meldet euch an, dass ihr mitmachen wollt.
Das war für uns schon mal die erste Enttäuschung. Wir sind immer gewohnt, dass so 2000 Leute sich anmelden. Jetzt waren es nur 260. Aber bei unseren anderen MOOCs, da konnte man bisher auch als Lurker, wie man so sagt, nur zuschauen, ne? Nicht selber aktiv werden. Hier war so klar, es geht wirklich um selber aktiv werden. Und siehe da, die Bereitschaft mitzumachen ist schon deutlich kleiner. Also 260 Leute haben sich angemeldet. Und von den 260 haben aber das dann nur geschafft, 81 ihre Ziele öffentlich zu machen. Also öffentlich hieß, wir hatten einen Blogpost und haben gesagt, darunter als Kommentar, schreibt bitte eure Ziele. Und dann haben auch einige da wieder geantwortet und gesagt, prima, machen wir zusammen. Da haben sich so etliche kleine Teams gebildet, die dann gemeinsam vorangegangen sind. So, also dieses Peer-Learning war so das und dieses, wir tauschen uns zwischendurch mal aus, wir geben mal einen Tipp, wie man da so vorgehen könnte. Hier rechts sehen Sie so unsere Grafik, da konnte man links sein Ziel reinschreiben und rechts die drei Key Results, die jeweils bei diesem OKR-System sinnvoll zu definieren sind. Ne? Und ich habe bloß mal drei rausgeschrieben von den vielen, die da veröffentlicht wurden. Jemand wollte herausfinden, was ein Bildungsökosystem ist und was er damit anfangen kann und hat die drei Key Results darunter geschrieben. Ein anderer hat geschrieben, ich will mich mit Open Badges auskennen. Ich will dieses Thema Open Badges so beherrschen, dass ich es auch selber vergeben kann. Und ein anderer hat geschrieben, Metaversum, ja, alle reden davon, ich will da so einsteigen, um rauszukriegen, was hat es mit Lernen zu tun. Ne? So, und so gab es eine ganze Reihe, diese 81, die da jetzt ihre Ziele formuliert haben, von Leuten, die gesagt haben, ich mache das so, auch mit den drei Key Results. Es sind so kleine Meilensteine, die man sich vornimmt, damit man auch weiß, oh, ich bin auf dem richtigen Weg und werde da weiter vorangehen. Und dann haben wir einen Terminplan vorgegeben. Das war vom Januar bis zum Mai. Im Mai war das Corporate Learning Camp und das war, sollte so der öffentliche Abschluss sein dafür. Und klar, jeder konnte wieder kostenlos mitmachen. Es gab eine intensive Projektkommunikation, sodass man immer wieder erinnert wurde und gezeigt wurde, was andere so machen, alles auf colearn.de. Und natürlich gab es eine Reihe von Tipps so fürs gemeinsame Lernen, damit es so ein bisschen schneller vorangeht. Wir haben auch ein paar Badges verteilt, ein Badge für die, die angefangen haben und ein Badge für die, die es am Ende beendet haben. Das waren aber nicht so viele. Und jetzt sind nur 19 haben ihre Ergebnisse öffentlich gemacht. So, und der Schluss, den ich da so draus ziehe, ist, erstens, wir selber, wir Learning Professionals, tun uns offensichtlich ganz schön schwer damit, uns selber weiterzuentwickeln. Also das, was wir von den anderen verlangen, ist, wenn wir es auf uns beziehen, offensichtlich dann nicht so ganz wichtig, hat nicht so die Priorität. Ne? Ich habe auch so den Eindruck, wahrscheinlich sind wir Learning Professionals die, die am wenigsten für ihre Weiterbildung tun. Wir wollen immer, dass die anderen viel tun, aber selber tun wir da nicht so viel. Ich will bloß mal den Finger in die Wunde legen. Ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Wir müssen die sein, die mehr lernen als die anderen. Wir wollen die anderen ja führen. Wir müssen in die Themen so tief einsteigen, dass man uns abnimmt, dass wir sie dahin führen können. So, und das nächste ist dieses öffentliche Teilen. Also öffentliches Teilen fällt einigen wohl auch noch ganz schön schwer. Denn öffentliches Teilen ist meiner Ansicht nach so eine Art Lernbooster. Wenn ich mir etwas selber irgendwo in die Klatte schreibe, dann bin ich schnell zufrieden mit dem, was ich geschrieben habe. Wenn ich das öffentlich schreibe, denke ich dreimal so lange drüber nach, weil ich will mich ja auch nicht blamieren. Und dieses dreimal so lange drüber nachdenken ist Lernzeit. Das heißt, ich steige nochmal tiefer ein, gucke nochmal, stimmt es wirklich? Gibt es da vielleicht einen Link, den ich da hinten ranhängen kann? Kann ich beweisen, dass der das auch wirklich gesagt hat oder so? Also will sagen, öffentliches Schreiben ist einerseits Lernbooster und zweitens gibt es den anderen die Gelegenheit, da einen Kommentar zuzuschreiben und mir vielleicht einen Hinweis zu geben auf Dinge, die ich noch gar nicht gesehen habe. Na, also wieder fürs Lernen interessant. Und irgendwie merkt man hier dieses Öffentlichmachen des eigenen, der eigenen Erfahrung, des eigenen Weges, fällt vielen von uns wohl noch sehr schwer. Ich glaube, das müssen wir selber trainieren, denn ich glaube, den anderen
unseren Zielgruppen sollten wir das auch empfehlen. Denn das ist, glaube ich, der Weg, wie man am besten sich weiterentwickelt, indem man praktisch im Netzwerk seinen Lernfortschritt permanent kommuniziert. Working Out Loud ist genau so entstanden, ne? Und man gibt im Netzwerk das wieder, was man täglich macht, kriegt Rückmeldung von anderen, die sagen, oh, habe ich letzte Woche auch gemacht, hatte folgende Probleme, habe ich so und so gelöst und plötzlich werde ich sehr viel schneller meine eigene Entwicklung damit befördern. So, also wenn wir sowas nicht anregen, Sie merken, die Anregungen kommen von ganz anderen und es passiert auch ohne uns. Also ich denke, wir sollten es anregen, aber dann müssen wir es auch selber machen. Ne? So, das war so das Wichtigste, was ich dazu erzählen wollte. Ja, so ein Punkt, der ist im Moment wieder ganz aktuell. Wo teile ich denn eigentlich mein Wissen? Natürlich sind die sozialen Medien da ein idealer Punkt, um zu sagen, guck, hier erreiche ich viele Leute und kann vielen Leuten zeigen, woran ich gerade arbeite, wo ich Schwierigkeiten habe, was ich geschafft habe, dass andere davon auch profitieren können. So die Teilen-Idee, ne? Also nicht die Idee, ich schreibe da was rein, um die anderen katholisch zu machen, sondern ich schreibe da was rein, was ich mir sonst in die eigene Kladde schreiben würde. Also meine persönlichen Notizen teile ich mit anderen. Also dieser Teilen-Modus statt dem Senden-Modus, der ist hochinteressant. Na, also da sind soziale Medien natürlich gut. Aber wer einmal zum Beispiel auf LinkedIn gesucht hat, was er vor 2 Jahren geschrieben hat, es ist praktisch unmöglich. So, und das nächste ist, LinkedIn und die ganzen großen Plattformen werden nicht ewig bestehen. Wir sehen das im Moment bei Google, bei Xing. Xing stellt alle Gruppen ein. Und das, in den Gruppen wurde ganz viel diskutiert. Da haben ganz viele gesagt, naja, prima, ich brauche keinen eigenen Blog. Ich nehme Xing und schreibe dort mein Thema rein. Und auf LinkedIn passiert Ähnliches. Auf LinkedIn nutzen ganz viele als eigenen Blog. Aber genauso wie Xing jetzt sagt, wir schließen das, wird LinkedIn das vielleicht irgendwann auch mal sagen. Und wir haben es erlebt mit Google Plus. Google Plus war auch so eine große Plattform. Kein Mensch hätte gedacht, dass Google die schließt und plötzlich ist die gar nicht mehr da. Und alles, was man da hinterlassen hat, also alle persönlichen Notizen sind dann weg. Also die Idee, ich mache meine persönlichen Notizen öffentlich, heißt aber, ich will sie wiederfinden. Und deshalb meine Empfehlung, alle Wissensarbeiter und wir schon mal erst recht, wir Learning Professionals, brauchen ein eigenes Grundstück im Internet. Das eigene Grundstück im Internet ist die eigene Domain. Und dort können wir bestimmen, was wir da hinlegen. Also ob wir da einen Blog betreiben, unsere Mails dahin schicken und so. Ne? Also das ist unsere Entscheidung. Und wir entscheiden auch, was öffentlich ist und was nur für uns bleibt. Und dann können wir die sozialen Medien sehr wohl nutzen, um mit einem Link auf das, was wir uns notiert haben, darauf aufmerksam zu machen. Aber es ist und bleibt unser Input oder unser Content. Und deshalb, ich glaube, das Thema eigene Domain wird immer wichtiger, auch für unsere Zielgruppen wieder. Alle, die Wissensarbeiter sind, will man irgendwo auch sehen, wenn sie den nächsten Job machen. Und wir wissen heute alle, keiner wird sein Berufsleben mehr bei der gleichen Firma beenden. Alle werden mehrmals wechseln müssen. Und dementsprechend wäre es klug, wenn man dann auf seinem Blog so ein bisschen zeigen kann, mit was man sich bisher beschäftigt hat, sodass der Nächste, der einen einstellt, kann auch im eigenen Unternehmen sein, dann sich so ein bisschen einen Blick ein Bild machen kann, was der schon alles drauf hat, der oder die. Ja, ich habe ja nur 20. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Echt? So schnell war ich? Na dann. Ja, also hier mal nochmal der Rückblick auf die 260 Angemeldeten. Wir wissen ja gar nicht, wer jetzt wirklich bis zum Ende gekommen ist. Ne? Wir wissen nur, wer hat es öffentlich gemacht. Also es sind sicherlich ein paar mehr als die 19, die sich da am Ende geoutet haben. Aber auch das ist ja ein Zeichen. Wir sollten uns trauen, viel mehr uns als Lernende darzustellen. Denn selbst wenn wir andere anregen, praktisch dieses lebenslange Lernen immer zu machen, ja, das ist ja schön, andere anzuregen, aber ich glaube, vormachen ist das viel Bessere. Wir müssten die sein, die permanent zeigen, ich bin am Lernen und wir sollten möglichst viele mitreißen, dass sie auch zeigen, sie sind Lernende. Und ihr Wissen, das geht eigentlich nur darüber, indem wir
teilen, wo wir gerade stehen, was wir gerade machen und vielleicht auch, wo wir Schwierigkeiten haben, in der Hoffnung, uns kann irgendjemand helfen, der die Hürde schon überwunden hat. Ne? So, und ansonsten, ja, selbstorganisiertes Lernen können wir natürlich nicht kontrollieren, aber wir können den Rahmen so setzen, dass es leichter wird, sich was vorzunehmen. Ne? Und wir hofften, dass es leichter wird, indem man so Peer Groups bildet. Übrigens, wir haben auch empfohlen, den Peer Finder, das ist eine Software im Netz, die kostenlos nutzbar ist. Da schreibt man rein, ich will im Zeitraum von so und so, von bis mich mit dem Thema beschäftigen. Hat jemand Lust mitzumachen? Ich suche eine kleine Arbeitsgruppe oder eine kleine Lerngruppe dazu. Peer Finder, peerfinder.de, glaube ich, ist es von Leonid Lesner, der ist bei Volkswagen. Und hat gesagt, es ist ein Thema für Working-Out-Loud-Gruppen, für LernOS-Gruppen, für andere, die sich irgendwie zusammentun wollen. Also ruhig nutzen und dann kann man sehen, wer ist noch an diesem Thema interessiert. Ja, wir in der Corporate Learning Community sind jetzt so ein bisschen einerseits überrascht, dass so wenige bis zum Ergebnis oder das Ergebnis veröffentlicht haben. Aber ich glaube, wir müssen dranbleiben. Ich glaube, wir sollten sowas irgendwie regelmäßig machen. Und eigentlich müssten wir uns alle vornehmen, alle Vierteljahr ein Stück weiterzukommen. Also jedes Vierteljahr ein neues Thema. Und Themen gibt es ja mehr als genug für uns. Also von Augmented Reality über virtuelle Realität bis hin zu Batches war so ein Thema vorhin. Ne? Das wird auch, glaube ich, ein großes Thema noch werden. Bis hin zu Formen von Unterstützungsformen für selbstgesteuertes Lernen. Da gibt es jede Menge von Veranstaltungen bis Rahmen, wie ich ihn hier mal beschrieben habe. Also es gibt ganz viele Themen, in die wir einsteigen müssten. Und jeder ist ja in einer bestimmten Branche und man muss sich auch überlegen, was für fachliche Herausforderungen in der Branche werden in Zukunft kommen. Worauf müssen meine Zielgruppen sich einstellen? Das heißt, ich muss da auch ein bisschen in die Fachsparte einsteigen, wenn da sich was verändert. Also wer bisher als Mechaniker gearbeitet hat und jetzt plötzlich Software entwickeln soll, weil es wichtig ist, ja, wenn das ein Thema ist in den Firmen und in etlichen Firmen ist es ja wirklich so, dann muss ich als Learning Professional auch so ein bisschen überlegen, wie komme ich denn eigentlich zu ein paar mindestens Grundkenntnissen im Programmieren, ne? So dass ich weiß, worum geht es denn eigentlich, was für Schwierigkeiten haben die beim Lernen, was könnte ich da ihnen aus dem Weg räumen, ne? Und in welche Netzwerke komme ich da rein? Also dieses Netzwerk bilden ist ja, glaube ich, eins der ganz großen Themen beim Lernen, denn hier Working Out Loud hat es uns deutlich vorgemacht, dass man in Netzwerken gut lernt. Diese persönlichen Netzwerke bauen sich immer mehr Leute auch auf, weil wenn ich mit den richtigen Leuten verbunden werde, dann kriege ich auch die dauernd Anregungen zu Themen, die ich mir selber gar nicht überlegen kann. Ne? Und insofern ist das eine schöne Form von Weiterentwicklung, weil ich immer wieder auf etwas gestoßen werde. Einerseits auf Experten, die es mir erklären können, aber andererseits auch auf Anregungen, wo ich denke, oh ja, ist eigentlich auch unser Thema. Oh, muss ich jetzt einsteigen, was ich sonst von mir aus gar nicht so auf dem Schirm gehabt hätte. Ne? So dieses in neue Netzwerke einsteigen, wenn es neue Themen sind, müssen auch wir wieder vormachen, weil ich glaube, das ist so etwas, wo wir andere, die noch nicht so weit sind, da so ein bisschen hinführen könnten und sagen, komm, ich öffne dir den Schritt in deine Netzwerke, die für dich interessant sein könnten. Oder ich helfe dir da so ein bisschen.